Der war dicker auf dem Bock und viel Scheiße, ey. Ja, peinlich, Alter. Vater! Wo steckt der Junge? Schlägt mir Spiel, ey. Vater! Wo Scheiß mal lieber nicht gesoffen, ey. Ha, ha, ha. Witzig, ich lach mich tot, ey. Unbemerkt töten. Also die Mission finde ich jetzt nicht so berauschend. Also.
Strategie anderen besser. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stirbst. Steh auf, Assassine. Ja, wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. War ja mal eine krasse, geile Scheiße hier, echt. Zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start. Entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Gensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifach-Helix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Wow, für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Was ist denn gelabert, ey? Danke. Schlimm. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel.
Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Waisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Waisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. So, natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Na endlich. Hat lange genug gedauert. Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Anu verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Assassinen-Fähigkeiten freigeschaltet. Fernwaffen, Aufhübung, Geldbeute, Betreuungsbomben, Gemeinschaftssinn. Ja, das kenne ich alles schon. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arnaud mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Ach du Scheiße. Ja, gar nicht viel Auswahl. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 2280. Das sieht auch schön aus. Boah, da kannst du ja in den Schädel spalten, ey. Ne, kauf um mal das hier. Eine Florett. Ja, gibt's, ey. Schwer. Körper hier ist da drin, Tool. Bin ja schöne Rohre dabei. Fällt mir das dann meine Büro und Scheißdreck da, ey. Drei. Och, geil, 125.000. 200.000. So viel letzte möchte ich nicht sehen, ey. Herrlich. 142.600. Guck doch mal den Schaden an, ey. Fett. Können wir noch die Farm ändern? Ey, oh, das sieht ja geil aus. Ach, hier können wir schon mal wählen. Ah. Ach, das hier fällt mir ein leuchtendes Glühwürmchen. Ja, das passt zu mir. Nehmen wir mal bitte.
verändern kann. Das ist doch mal Wahnsinn. Fähigkeiten, Boost, Gott. Ich würde sagen, machen wir mal hier Stopp, machen den nächsten Part weiter und ja, meckern muss manchmal sein, sonst geht es nicht anders. Na gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann.